In einem Gebäude in der Göppinger Straße ist heute Morgen gegen 6 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer breitete sich sehr schnell vom Erdgeschoss bis unter das Dach aus. Der hintere Gebäude stand teilweise in Vollbrand. Die Feuerwehr ist derzeit immer noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Es handelt sich um eine ehemalige Gaststätte mit Versammlungsräumen. Wir wissen Stand jetzt, dass sich 5 Personen im Gebäude befunden haben. Vermutlich haben sie dort genächtigt. Diese 5 Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten von dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. 2 Personen hiervon mussten von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Die hatten sich in einem Lichtschacht befunden und mussten hier rausgeholt werden. Die Göppinger Straße ist im unteren Bereich voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Wir hatten teilweise sehr starke Rauchentwicklung, weshalb die Bevölkerung aufgefordert wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften und Unterstützung von umliegenden Wehren im Einsatz. Darüber hinaus befindet sich Rettungsdienst, Feuerwehr, städtische Vertreter hier vor Ort. Die Polizei führt derzeit Absperrmaßnahmen durch. Die Ermittlungen beginnen in erster Linie dann, wenn das Feuer aus ist. Dann werden wir Ursachenforschung betreiben. Die ersten Befragungen von Zeugen wurden bereits eingeleitet. Wir haben derzeit keinen Hinweis auf eine absichtliche Brandlegung. Alles Weitere wird sich jetzt noch klären. Wir wurden heute Morgen um 6.01 Uhr alarmiert zu einem Kellerbrand. Bei Eintreffen des Kellerbrandes, der Eintreffen der ersten Kräfte, waren 3 Personen im Freien. Und 2 Personen wurden durch Feuerwehrangehörige über einen Lichtschacht ins Freie gezogen und dem Rettungsdienst, wo anschließend kam, übergeben. Sie befinden sich zurzeit im Krankenhaus zur Untersuchung. Da der Kellerbrand ziemlich schnell sich unten in den Gewölben fortsetzte, es handelt sich hier um einen Keller mit Umbauten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, unübersichtlich. Es wurden dort Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen von einem Verein. Das Ankommen oder das Aufsuchen des Brandherdes war schwierig durch die Rauchentwicklung. Wir haben sofort mehrere Kräfte alarmiert. Es wurden dann die Kräfte Abteilung Stadt, Abteilung Weiler, Abteilung Schombach waren dann im Einsatz. Es wurden nachalarmiert noch die Abteilung Middelsbach und die Abteilung Haubersbronn wegen Atemschutzgeräteträger sowie der Atemschutzwagen von Fellbach. Des Weiteren eine 2. Drehleiter, da der Rauch sich im hinteren Bereich des Hauses oder das Feuer sich über das Treppenhaus ausbreitete ins erste Obergeschoss und dann in das Dachgeschoss. Von der westlichen Seite wurde das Dachgeschoss dann in einem Innenangriff noch begangen, konnte somit gehalten werden. Das Dach wurde abgedeckt, der Rauch konnte abgezogen werden. Und in der Zwischenzeit haben wir in dem Untergeschoss das Feuer entdeckt. Es wurde abgelöscht. Im Moment ist es so weit, dass noch leichte Nachlöscharbeiten sind, aufgrund der schweren Sicht durch die Rauchentwicklung.